Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Lelano mit Trippie Boy. Der nächste Song aus dem Album von den beiden zusammen. Das Album kommt ja schon in ungefähr einem Monat raus. Wir haben auch auf den letzten Song reagiert, den fand ich sehr, sehr cool. Das war ja so ein Opium-Style. Ja. Den Song fand ich cool, habe ich aber nach der Reaction gar nicht mehr gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auf den Song gespannt, ja. Auch natürlich mit Musikvideo, so muss es sein, ja. Wir gehen rein, let's go. Sie rappen nur so wegen uns, von Flexen gelernt wegen uns. Alle kamen nach uns, niemand versteht unsere Kunst. Alter, wie das Alle fließen aussieht. so wie ein Fluss. Money Tree, ja, ich will Bugs durch die Galaxy wie Stars. Wir sind nicht von hier, aber auch nicht vom Mars. Sind nicht von hier, aber auch nicht vom Mars. Bitte ne, durch die Stadt, ich bin ein Ghost. Hab sie für mich allein, teil sie nur mit dem Mond. Wie verflucht, ich werd das Money nicht mehr los. Money on my mind, D&D mein Phone. Ihr seid mir so egal, ich bin ein Misanthrop. Ich hasse euch. Ich glaube, das ganze Album wird so einen Destroy Lonely Opium Style, ne? Also irgendwie der Beat ist. Das erinnert mich krass an Destroy Lonely, Ken Carson, sowas, ja. Sehr, sehr krass. Ist schon cool, also es hat auf jeden Fall alles so einen coolen Vibe, ne? Ich muss sagen, ich feiere ja Lelano, aber jetzt noch gar nicht so lange. Erst seit so 1,5 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen kenne ich das nicht von früher mit Trippie Boy und so. Die hatten ja, ich glaube, die hatten mal Beef oder sowas, ne? Die haben auf jeden Fall mal, sind dann mal getrennte Wege gegangen, ja? Wenn ihr wisst, was da vorgefallen ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht so genau. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so krass, dass die wieder zusammen sind, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin auch ehrlich, ich finde Lelano auch besser als Trippie Boy. Er ist nicht schlecht, aber ich finde einfach Lelano besser so. Ja, vielleicht ändert sich das ja noch, wenn das Album da ist. Ich habe nämlich dieses bisschen reingeguckt in dieses Video, was da kam. Diese kleine Doku war es ja, glaube ich, habe ich so 10 Minuten geguckt. Und da war in dem Video Jan Rohde, der Manager. Ist, glaube ich, der Manager, denke ich. Der meinte auch, es ist ein krasses Album geworden, ne? Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf, ja. Ghost Town mit der Nacht, geh nicht runter vom Gas, All Black, dunkle Gestalt. Ich kann nie wieder sein, nein, niemals. Früher habt ihr gelacht, für das Game viel zu smart. Bin noch lange nicht satt, 100 Racks in mein Safe, ich double up. Straßenleer, es ist ne Ghost Town. Betäubte Sinne, ja, ich smoke love. Ich call's, ja, yeah, wenn ich auf mein Phone schau. Auf meinem Plate. Sie callt mein Phone, doch ist too late. Was ist ne? Musikvideo auch sehr, sehr krass. Auch diese Häuser da, diese Hochhäuser da, wie das ist ja, denke ich mal, animiert. Das war nicht real life so. Sehr krass. Wirklich sehr, sehr krass. Betty on a cake. Nass durch die City wie Bruce Wayne. Eure Tapes klingen viel zu lame. Das ist aber hier, glaube ich, auch so wie beim anderen Song, oder? Da war das doch auch so beim letzten Song, dass die sich immer so abgewechselt haben. Der eine Line, der andere eine Line, so. Ich glaube, so war das da auch. Und hier ist es halt auch so. Interessant. Ich muss sagen, feiere ich ja, aber wenn das jetzt nur so wäre auf dem ganzen Album, dann das, na, wäre dann auch wieder zu viel des Guten, ja. Stopp bei diesem Race. Ghost Town mit der Nacht. Geh nicht runter vom Gas. All Black, dunkle Gestalt. Ich kann nie wieder sein, nein, niemals. Früher habt ihr gelacht. Für das Game viel zu smart. Bin noch lange nicht satt. Hatte Race in meinem Safe, ich double up. Ghost Town mit der Nacht. Geh nicht runter vom Gas. All Black, dunkle Gestalt. Ich kann nie wieder sein, nein, niemals. Früher habt ihr gelacht. Auch das
die jetzt so Klamotten tragen, ne? Ist ja in Deutschland auch mittlerweile irgendwie versucht es jeder mit diesem Style, ne? UFO, jetzt die beiden. Wer kommt als nächstes? Kollega? Farid Bang? Sido? Contra K? Mark Forster? Wildes Ding auf jeden Fall, ja. Ganz cool. Fünfzehnter Zwölfter. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Fand ich aber den anderen Song davor besser, wenn ich ehrlich bin, ja. Ist jetzt ehrlich gesagt kein Song, den ich jetzt wahrscheinlich nochmal hören werde, ja. So umgehauen hat er mich tatsächlich jetzt nicht, bin ich ehrlich. Wie es dir gefallen, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.